was Schönes für uns, was wir gebrauchen könnten. Nein? Ach ja, ich muss doch noch nach oben gehen. Haha, bevor ich das vergesse. Oh, lauter Skelette überall. Oh, sind da viele. Ganz, ganz viele. Du hast ein Dienstgewehr. Einen Ranger-Hut, der nichts wiegt, wahrscheinlich weil er kaputt ist. Ich weiß, da liegt ein Band. Oh. Sonst habt ihr noch was dabei? Nein? Nein, nein, nein. Okay, nee, ich nehme das Band. Ranger Holodisk. Ranger Holodisk Nachricht. Wir sind vom Rest des Zeugs Zugs abgeschnitten und überall sind Legionäre oder Legionäre. Legionäre, glaube ich, und die heißen bloß Legionäre. Weil es keine Chance mehr gibt, von hier zu entkommen. Bevor sie die Stadt in die Luft jagen, halten wir die Stellung so lange wie möglich. Wenn diese Nachricht jemals gefunden wird, dann möchte ich, dass Private Jeffrey Hui und Corporal Marcus Christensen für ihre Tapferkeit und ihre Opferbereitschaft geehrt werden. Beide haben die Ideale und die Ehre der Republik Neukalifornien aufs Vorbildlichste verteidigt. Melde mich ab, Ranger Teresa Lutz. Teresa Lutz. Ich möchte die mitnehmen. Kann ich die nicht aufheben? Tatsächlich. Nein, es geht nicht. Dienstgewehr habe ich aber gefunden. Flippe-Waffen, das wäre ganz schön und nützlich. Reparieren macht mehr Schaden und ist wieder ganz... Also... Etwas mehr. Oh, volle Energie. Ihr hattet echt keine Waffen mehr dabei, nein. Naja, eine ist besser wie gar keine. Das sind Pflanzen. Die ich mir schnappen werde. Ja, haben wir echt noch Zeit, bis es wieder dunkel wird. Ich finde es auch gut, dass das nicht so viel wiegt. Und ich glaube mal stark zu wissen, dass das ein Lager der Legion ist. Ein Zug. Werde ich mal da hochgehen. Ob's was Nettes gibt. Oh ja, hier gibt's was. Leere? Ja, leer. Metallkiste. Erhaltsensormodul. Oh, eine Lunchbox von Fallout. Vault-Tec. Ach, komm mit. Da sehen wir sie. Sieht doch schön aus. Mitnehmen. Was haben wir hier drin? Kamera, Bleirohr. Das ist eigentlich eine Kamera wert. Nicht so viel. Zigaretten lasse ich da. Halt, Terpentin. Ach, noch eine Pflanze. Oh, und was seid ihr? Hunde. Das sieht interessant aus. Seesack. Oh, 100 RNK-Dollar. Wenn man das so nennt. Jet. Das Coyote Kautabak. Hm, mal mitnehmen, vielleicht kann man das verarbeiten oder so. Korken 122, sehr gut. Lehrer Jet in Halator. Mal mitnehmen. Studentenfutter. Was macht denn das? Red plus 2, AP plus 6, TP plus 6, 15 Sekunden. Ja, nehme ich alles mal mit. Kann ich da irgendwie drauf hüpfen? Ja, kann ich. Hier kann ich aber nicht rein, schade. Okay. Aber wir haben tolle Sachen gefunden. Gibt es an dem Zug noch etwas zu sehen? Dass er plötzlich einsteigen könnte und wegfahren? Hm, aber eher nicht.
Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Was haben wir hier? Ein Bahnhof von Boulder City. Stirb. Noch jemand? Nein. Ein verschlossen schwer. Oh, ich brauche Dietrich 75. Leer. Terminal. Wissenschaft 50. Mann, ich habe ja gar nichts. Jedenfalls nichts, was so gut wäre, um dann da auszureichen. Eine Schachtel Zigaretten. Oh, Whiskyflasche. Sind alle leer? Ja, dann gibt's hier was. Ja, die lasse ich da. Yuka Cola, 3 Stück. Skorpion, hat nichts. Oh. Toll. Hätte ich das noch hacken können und hätte ich dann auch noch den Safe öffnen können, ist bestimmt noch spannender hier drin. Aber leider kann ich das noch nicht. Naja, wir gehen wieder nach draußen. Gibt keine Tür, nein. Und dann begebe ich mich noch zu dem Punkt, warte bis es dunkel ist, also besser gesagt, ich beende kurz die Aufnahme, warte bis es dunkel ist, und dann können wir da loslegen. Ich soll ja warten, bis es dunkel ist. Deshalb mache ich das auch. Hier mal speichern. Ach, falsch. Speichern. Okay, und bis dann. So, es geht auch schon wieder weiter. Ja, es ist immer noch Tag. Mir ist nämlich ausgefallen, ich kann einfach T drücken. Ach, wie schlau. Und dann warten wir mal 7 Stunden. Es ist einfach schlau. Ja, das reicht eigentlich schon. Moment, wenn ich jetzt noch eine Stunde warte, ist meine Energie aufgefüllt? Nein. Ackermann und Gilbert sind noch nicht zurück. Was dauert da so lange? Ja, ich soll warten, bis Tag ist. Ja, Fragen? Schießen Sie los! Gibt's noch was? Ich denke nicht. Ach, was können Sie mir den Huberstau noch erzählen? Er ist eine der größten Stromquellen der Region. Daher hat die RNK ihn ziemlich stark befestigt. Wenn Präsident Kimball zu seinem Truppenbesuch kommt, wird er davon ausgehen, dass der Staudamm sicher in unserer Hand ist. Was ist mit Boulder City passiert? Wurde während der Schlacht am Hoover-Staudamm vor ein paar Jahren zerstört. Die ganze Stadt wurde in eine Falle für Caesars Legion verwandelt. Die Scharfschützen der Ranger haben die Legion-Veteranen auf Entfernung ausgeschaltet. Der Rest der Legion stürmte in die Stadt. Dann, bumm! Gut, wo finde ich McCarran? Können Sie mir irgendwas über die Großkrane sagen? Sie sind eine Gruppe von Gesetzlosen, die mit Drogen und anderer Schmuggelware handeln. Aber sie halten sich meist fern vom Gebiet der RNK. Das ist doch schön. Der Präsident besucht den Hoover-Damm? Ist wahrscheinlich so ein politisches Ding. Sie wissen schon, ein paar Reden halten, Hände von Soldaten schütteln, die Moral verbessern. Ja, ich weiß ja, wo ich den finde. In Ordnung. Ja. Sir? Ist doch dein Haus. Ja, jetzt bin ich mir ganz unsicher. Ja. Wo finde ich den? Camp McCarran ist das Hauptquartier des RNK-Militärs in dieser Region. Es liegt auf dem alten Flughafen in der Nähe von New Vegas. Ich dachte, das wird eine Person. Wie schlau. Von mir. Sir? Sir? Boulder City, wir gehen jetzt rein. Aber zuerst noch. Daten. Aufgaben. Showdown in Boulder City. Die RNK-Soldaten befreien, die von den Großkhanen als Geiseln gehalten werden. Na, natürlich machen wir das. Natürlich auch ohne Licht. Und im Kriechmodus. Hier sehen wir schon. Hey, das sind sie ja. Hey, die können einfach hier durchgehen. Durch die Tür, durch die ich gekommen bin. Hä, was ist mit denen? Nein. Kann ich mit irgendwem sprechen?